Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ey Leute, ich mach's gar nicht lang. Ich habe einen super vollen Terminkalender heute. Ich nehme euch ein bisschen mit, denn das Ziel von diesem Video ist eigentlich, meinen 65er Käfer auszuwintern. Das erste Mal zu starten. Hoffentlich funktioniert alles. Dann können wir auch eine kleine Runde drehen. Denn nächstes Wochenende bereits beginnen wir mit einem kleinen Umbau bei diesem Projekt. Mehr dazu gleich. Bevor es losgehen kann, bin ich jetzt aber hier nochmal kurz bei Tobi rangefahren. Ey, Tobi macht mir meine ganzen Sticker und Folierungen und auch die Artworks hat er gedruckt von unserem Polentrifter, ne? Unsere ersten Poster. Und ich hab's euch versprochen, jedes Poster wird von mir händisch signiert. Das mache ich jetzt noch, ist ein bisschen Arbeit, aber danach geht's direkt weiter in die Werkstatt. Ich habe richtig Bock. Wir müssen den Schlachter Golf 4 noch entsorgen, der steht massiv im Weg. Wir verlieren gar keine Zeit. Ich hoffe, meine Hand hält durch. Es sind doch ein paar Poster geworden. Vielen Dank an der schon nochmal für euren Support. Ich halte mich ran. Handgelenk ist noch dran, Freunde. Ich bin in der Halle angekommen, denn wir haben einiges zu tun heute noch. Die Karre muss weg, beziehungsweise auf dem Anhänger. Dafür müssen Räder drauf, muss von der Bühne runter. Dann schiebe ich die Bühne weg und komme hoffentlich irgendwie an dieses Schätzchen da oben. Der wartet schon viel zu lang, endlich die Saison zu starten. Doch zuallererst muss unser Golf 2 Drift Car raus, damit wir die mobile Bühne unter unsere 2-Säulen-Bühne schieben können. Das machen wir jetzt schnell mal zusammen. Ich hoffe, der springt an, aber ich denke, ja, ich habe dran gedacht, habe die Batterie abgesteckt. Das heißt, einmal Batterie dran und starten das Baby. Oh yeah! So, wir haben jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Thema Golf 4. Ihr seht, der Himmel liegt immer noch auf dem Dach. Der ist noch nicht eingebaut. Dieses Projekt werden wir dann in den nächsten Wochen vollenden. Ich habe die letzten Teile bestellt. Das machen wir dann alles zusammen zum großen Finale. Das heißt, Innenraum zusammenbauen, dann die ein oder anderen Teile, die jetzt noch ankommen, verbauen. Und dann ist dieses Projekt hoffentlich auch irgendwie bereit für den finalen Carporn und eine nächste Probefahrt. Ne? Die steht ja auch noch an. Aber mehr dazu dann in den nächsten Videos. In diesem Video soll es mal erstmal um den Schlachter gehen, der weg muss. Und wie gesagt, um meinen Käfer, der dort oben wartet. Ich möchte hier am Schlachter wieder die Räder montieren, die dabei waren. Die kommen hier wieder drauf. Der kommt weg mit denen. Das Problem ist, dass eins von diesen Rädern, glaube ich, keine Luft drin hat. Das war der hier. Der ist platt. Denn, ja, der ist hier von der Felge gerutscht. Da ist auch nicht mehr ganz so geil hier. Oh je. Ich hoffe, ich kriege da wieder ein bisschen Luft rein. Sonst wird das schwierig mit Schieben. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht ploppt der nochmal auf. Da ist er wieder. Die passen nicht. Ja, Problem, Freunde. Wir haben jetzt hier ein Gewindefahrwerk verbaut und an dem Gewindefahrwerk schleift die Felge. Das heißt, ich kann sie nicht montieren. Ist wohl ein bisschen breiter wie der Luftbalk, beziehungsweise sitzt der Luftbalk weiter oben. Ich muss ein paar Spurplatten suchen. So, die dezenten Platten haben geregelt. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite. Hinten soll es passen. Und dann nehmen wir das Ding endlich runter von der Bühne. Ich lasse den Karren jetzt ab, aber er muss unbedingt auf Holzklötze, denn mit dem Gewindefahrwerk ist er viel zu tief, um die Bühne rauszuziehen. Ich hoffe, ich kriege das hier alleine irgendwie gebacken. Okay, okay. Kurz die Klötze setzen. Handbremse nicht vergessen. Er steht. Ich will nicht sagen, ne? Aber Fitment, Bro! Scheiße, Alter. Also das ist nichts mit TÜV hier. Aber ja, zieht die Spurplatte mit dem Gewindefahrwerk und den Felgen. Keine Chance, aber zum Schieben reicht's. Die da, ne? Die nehme ich übrigens noch raus. Die behalten wir, haben viele geschrieben. Ich hab so ein Gefühl, dass das gleich super, super sketchy wird. Okay. Das war unser Frontansatz. Hello darkness, my old friend. Oh Gott. Entschuldigung, Entschuldigung, aber ging nicht anders. We'll be right back.
Wagen ist oben. Muss aber nochmal runter. Ich habe den Wagen hier rückwärts rausgerollt und aus Reflex dann auch rückwärts aufgeladen. Das Problem ist, der hat natürlich den Motor vorne und so ein V5-Motor wiegt ordentlich was. Ich habe jetzt hier den Wagenheber gebraucht, um den Anhänger hochzukippen. Das heißt, der Schwerpunkt ist viel zu weit hinten. Das heißt, wenn ich die Dinger hier löse, kippt der Anhänger sofort wieder so nach vorne. Viel zu gefährlich, so zu fahren. So ein Leichtsinnsfehler. Nochmal runter, andersrum drauf. Okay, also alleine so ein Autoladen, ja, ein bisschen sketchy. Der räumt natürlich los, wenn er am Hang steht, sobald der Anhänger kippt. Aber unsere Winde hat uns aufgehalten, dass er nicht in den X3 reindonnert. Digga, ich bin so am Arsch. So, schaut mal, Leute. Ich habe ihn richtig rumgeladen. Sieht wild aus ohne Kofferraum. Ich fahre jetzt den Karren schnell weg und dann geht's zurück in die Werkstatt. Ich bin zurück. Wir haben endlich wieder Platz, wollte ich fast schon sagen. Aber wir haben definitiv noch keinen Platz, denn... Ja, es stehen immer noch zu viele Autos einfach hier drin. Es ist unglaublich. Aber ey, können wir mal ganz kurz drüber reden, wie gut dieser Fake R32 einfach aussieht. Ich bin hier reingekommen und gerade wieder so geflasht gewesen, das Ding hier auf 0 bar zu sehen. Ich kann es kaum abwarten, dieses Projekt zu vollenden. Also ich denke, im nächsten oder spätestens übernächsten Video geht's dann finale Video. Wir haben echt noch ein paar Teile jetzt bestellt, die essentiell sind, dass der Wagen dann fertig ist und auch zum TÜV kann. Denn das ist das nächste Thema. Alles eintragen. Aber heute soll es ja um dieses Schätzchen gehen. Endlich kann ich dieses Baby jetzt mal abdecken und starten. Also hoffentlich, wenn er anspringt. Müsste eigentlich klappen. Wir schauen mal. Nach langen Monaten setze ich mich das erste Mal wieder hier rein. Oh. Ey, ich sag mal, wie es ist. So ein Käfer und auch mein Bus, so alte Luftgekühlte, die haben einfach einen eigenen Geruch. Jeder, der schon mal in einem Käfer saß oder selbst einen hat, der weiß jetzt genau, was ich meine. Und mir geht jedes Mal das Herz auf. So, Schlüssel vergessen. Ich muss mal kurz los. Oh, jetzt wird's spannend. Ich weiß nicht, ich bin immer ein gern optimistischer Mensch. Aber so Käfer nach dem Winter, die sind bis jetzt immer selten direkt angesprungen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, wir haben Strom schon mal. Okay, ich versuch's direkt, ja? Komm schon! Komm schon! Ah, die Batterie ist nicht mehr ganz so stark. Ich glaube, ich sprühe direkt ein bisschen Startpilot mal rein, dass ich die Batterie nicht erst leer ziehe. Schauen wir mal. Ich nehme meinen Luftfilter ab und sprühe das einfach direkt in den Vergaser. Dann renne ich vor und starte. Ich lasse euch gerade da hinten stehen. Dann seht ihr das hautnah. Seid dabei, wenn der hoffentlich gleich anspringt. Okay, let's go, let's go, let's go! Daumen drücken! Yeah! Hallo! Es ist nicht zu fassen! Das ging schnell! So muss das laufen, Freunde, genau so! Geil! Ah. Es riecht schon wieder, keine Ahnung, kann ich beschreiben, nach einer guten Zeit. Es riecht einfach nach guten Zeiten. Boah, ich habe ganz vergessen, wie gut dieser Motor klingt. Vor allem mit dem Sportauspuff, der dran ist. So kernig einfach. Oh, jetzt bin ich... Ich hatte echt ein bisschen Schiss, weil es gab schon Saisonstarts. Da wurde erst noch ordentlich geschraubt, bis das Ding lief. Aber hier... Gar kein Problem. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen laufen. Er dreht noch recht hoch, das ist die Kaltstartautomatik. Er geht nachher noch ein bisschen runter, wenn er Temperatur hat. Dann mache ich ihn aus, prüfe das Öl, schaue, dass genug Sprit drin ist. Und dann steht unserer Probefahrt nichts mehr im Weg. Nächster Tag, wir haben den Käfer rausgefahren. Noch hält das Wetter einigermaßen. Aber er steht hier und ist parat für die Abfahrt. Chris ist auch am Start. Guten Morgen. Jo. Chris und ich wollen uns jetzt ein bisschen Frühstück holen in diesem wunderschönen Kfz. Und wir hoffen, es geht alles gut, denn ich habe Hunger. Ich möchte jetzt Frühstück. Kein Bock auf eine Panne. Aber angesprungen ist er schon mal geil. Das ist sehr schön. Ich hätte nichts sagen dürfen. Ne? Ich habe Auge gemacht aufs Wetter. Pünktlich zur Probefahrt. Es regnet. Aber unser Scheibenwischer, Freunde. Wir wussten beide nicht, ob wir ihn repariert haben, Chris und ich. Aber anscheinend haben wir ihn noch vor Saisonende repariert. Sehr geil. Ja, läuft geil. Macht richtig Laune. Endlich mal wieder diesen luftgekühlten Boxermotor.
hat ja auch irgendwie auch schon so ein bisschen Geschichte. Ne? Also ich meine, der ganze Channel baut ja auf genau solchen Autos auch. Deswegen wird es das auch immer geben. Also viele sagen auch immer, hey, mach mal mehr Käfer, mach mal mehr das. Ich finde alle Autos geil, aber mein Herz und mein Blut, das hängt halt hier einfach an den alten Luftgekühlten. Ich merke das, sobald ich die ersten Meter hier fahre. Einfach geil. Also wir holen uns kurz Frühstück, ignorieren das schlechte Wetter, behalten die gute Laune und dann laden wir die Kiste auch schon auf. Denn ich habe ja gesagt, es passiert noch ein bisschen was. Umbautechnisch. Mehr dazu dann. Oh. Dieser zweite Gang, den habe ich vergessen. Da ist er. Umbautechnisch, aber mehr dazu dann in den nächsten Videos. Jetzt erstmal Frühstück. Wir haben uns Frühstück geholt, sitzen jetzt hier irgendwo an den Gleisen, auf romantisch angelehnt. Warten, bis der Regen nachlässt, aber ich glaube, der ist eh schon fast weg. Und dann gehen wir mal raus und machen einen kleinen Porn vor Ort. Schön auf Null Bar. Aber jetzt erstmal machen wir Kuchen. So, es wurde jetzt doch eine Waschstraße, die überdacht ist, denn ja, der Regen kommt und geht, wie er Bock hat. Jetzt gerade nur ganz leicht, also haben wir die Chance genutzt und den Wagen aufgeladen. Der sitzt hier auf dem Anhänger, wird noch verzurrt und dann geht's für uns los zu unserem Termin fürs Wochenende. Jetzt ist mal Termin. Hast du Bock? Ja, ich muss nur gerade lachen. Warum musst du lachen? Weil ich Koffer aufmachen muss. Oh, jetzt darf man nicht zeigen, was da drin ist. Das ist für ein nächstes Projekt. Ja, wir laden kurz die Teile noch aus dem Kofferraum. Dann verzuren wir den und verabschieden uns für heute. Das war ein kleiner, aber feiner Montagsvlog für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Das bringt sehr viel und ich lese sie auch alle. Freue mich, von euch zu hören. Schaltet am Donnerstag ein, dann erfahrt ihr auch, was mit diesem Wagen hier passiert. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao. To shine here, watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.